Interessieren Sie sich für die automatische Analyse und Erschließung großer Textsammlungen? Arbeiten Sie in den Geistes- oder Kulturwissenschaften und wollen wissen, wie das funktioniert? Dann sind Sie hier genau richtig. In unserem Kurs zeigen wir Ihnen, wie historische und aktuelle Dokumente digitalisiert, sprachtechnologisch verarbeitet und in einem geeigneten XML-Format gespeichert werden. Damit stehen Sie bereit für Analysen in den Digital Humanities. In diesem Kurs benutzen wir die Jahrbücher des Schweizer Alpenclub. Das Korpus ist besonders interessant, weil die Texte in 4 Sprachen vorliegen. Teilweise sind sie sogar übersetzt, wodurch sie sich für sprachübergreifende Untersuchungen besonders eignen. Wie bestimmt man die Grundform eines Worts automatisch und zuverlässig? Wie erkennt man Eigennamen? Solche und weitergehende Analysen der Texte sind notwendig. Wie soll man vorgehen, wenn für die Texte keine angepassten Werkzeuge erhältlich sind? Dann muss man die sprachtechnologischen Systeme mit manueller Annotation trainieren. Und wie kann man nun durch Korpusanalysen etwas über kulturelle Entwicklung erfahren? Ich zeige Ihnen, welche quantitativen Analyseverfahren eingesetzt werden können und insbesondere, wie Visualisierungen bei der Analyse der Daten helfen. Zusätzlich zu den Videos bieten wir Ihnen kompakte Hintergrundtexte an. Sie können alles auch gleich ausprobieren mit unseren interaktiven Web-Applikationen. Für diesen Kurs brauchen Sie keine Programmierkenntnisse. Wir freuen uns auf Sie.